Fertig vor Rico und Rosberg landet mit oh Gott, egal. Nein, das habe ich jetzt gemacht. Okay, nichts passiert. Wo ist denn eigentlich Rico? Also wo bist du, Rico? Ich bin 9. Ja, lange hinter mir bleibt es alles okay. Ich bin gerade, hab gerade eine Wand geknutscht, aber ist alles in Ordnung, kaputt gegangen. Hey Andi. Ja, moin. Wie regeln wir das diesmal? Kämpfst du diesmal oder? Ja, wenn du signifikant schneller als ich bist, schon, aber im Moment bist du ja noch kein Überholmanöver bei mir. Ich habe auch das Gefühl, jetzt quasi auf dieser langen Geraden ist auch irgendwie nicht mehr so viel Regen. Wo wir jetzt drauf waren. So viel Regen. Deshalb, ich habe noch nicht. Bei Start und Ziel ist immer noch mega viel Regen. Aber hier jetzt, wo wir gerade sind, ist nicht mehr so viel Regen. Ich glaube, da ziehe ich jetzt auch gut teilweise weg mit den Intermediates. Ja, du ziehst. Okay, du das sowieso. Wegen dem Motor alleine. Aber ich glaube auch, dass hier auf der Geraden die Intermediates nicht so schlecht sind. Okay, der sagt mir gerade auch, ich schließe zum Vordermann auf. Noch 10 Minuten Starkregen. Und die lässt mich innen durch. Ja. Wow. Bist du neben mir? Wo bist du? Oh Gott. War ich das? Ja, du hast mir die Kurve weggenommen. Ich hab dich bei mir nicht gesehen. Ja. Das Wetter heute ist nicht so toll, ach! Ich bin innen, hab angebremst, hab dann noch zurückgezogen und hast dann direkt die Tür zugemacht. Ja, ich dachte, du hast gesagt, du bist innen. Dann ich hab verlässt du mich innen vorbei. Ich hab nicht gedacht, innen an dir vorbei. Und dann hab ich rechts Platz gemacht. Ja, du weißt, wie viel Platz und, du und dann hast. Kam nix. Und dann bin ich die Kurve genommen. Du in der Kurve mittendrin machst du zu. Ja, weil du nicht gekommen bist. Ich hab nie gesagt, dass ich innen an dir vorbei bin schon, oder? Ich hab dich gefragt. Du hast gesagt, machst du innen Platz. Ja, weil musste ich doch abbremsen. Weil ich dann drauf gewartet hab, dass du Platz machst. Aber kam nicht wirklich viel. Dann konnte ich nicht mehr. Konnte einfach nicht mehr. Also von verkorkst das Rennen heute, ey. Ich hab dich zwischen auf der Minimap gesehen. Wer hat ja gerade gesagt, Wechsel auf Intermediates wird bald möglich sein. Ja, hat er mir auch schon vorhin gesagt. Sagt ihr, wann ihr reingeht? Ich war schon drin. Nö. Ja, du warst schon drin. Ja, bei Crasher sehe ich's ja. Den sehe ich auf der Minimap. Wo denn? Hab ich gerade auf der Minimap gesehen. Das heißt, wenn du jetzt in die Box fahren würdest, würde ich das sehen. Ich sehe dich noch nicht mal auf der Minimap. Ja, jetzt gerade nicht. Nein, ich sehe nicht Andi. Andi wäre gelb. Ich habe Crasher gerade gesehen. Das heißt, wenn er in die Box fahren würde, würde ich das sehen, wenn ich gerade über Start und Ziel bin. Okay, Abstand zur Seite aufbauen. Okay, ich bin gerade absolut beste Zeit im zweiten Sektor gefahren. Also Intermediates scheint gerade nicht so schlecht zu sein. Aua. Ich mach mit Regenreifen ganz gut Fahrer, dann bleib ich erstmal hier. Boah, ich hab mich auch gerade hier auch auf die Wand gekutscht, doch. Ja, ich mit beiden. Boah, Reifen. Ich muss hier gerade sowas mit Button oder Grosjean überrunden, das ist das Assigste, was es gibt. Also, weil immer einer vorbeilässt, aber der andere fährt einfach weiter. Und KI fährt in die Box, KI fährt in die Box. Wer fährt mit Mischung 3 hinter mir? Ah! Tracker oder jetzt. Der andere? Kacke fahren die denn? Könnt natürlich auch auf den Regenreifen bleiben und direkt Biker auf... ziehen die Intermediates auf, oder? Du musst du schon einstellen. Siehst du nicht? Ja, kannst dich sehen. Ich bin nicht neben einem, wo ich das sagen könnte. Also mir hat er gerade gesagt, der Regen hat nachgelassen, aber es sind noch Pfützen auf der Strecke. Du kannst die Intermediates noch behalten. Also der überlegt gerade bei mir... Okay, die KI hat auch Intermediates aufgezogen, ich sehe es gerade. Ja, haben sie gemacht. So ein verkorkstes Rennen heute, ey.
Keine Ahnung, ey. Wahrscheinlich größtenteils auch mein Verschulden, weil ich da nicht weiß, wie man das ändern soll, aber egal. Du bist jetzt auch reingefahren? Nee, das traust du dir nicht. Wieder Kuscher. Ich bin eine halbe Runde vor euch. Ja, ich sehe das gerade erst hinter mir. Ich habe gerade noch gesehen, wie er schon grob hinter mir in der Halle überrunden will, ey. Das bist du. Wo ist denn ein Quescher? In der Box gerade, fällt gerade raus. Das ist korrekt. Ach, ich dachte aber, du wärst vor Quescher. Ja, er war ich ja, bis ich mich wieder gedreht habe. Die eine Runde hat mir offensichtlich noch gut getan. Ja, ich war ja weit genug hinter dir. Ich habe ja noch über eine Sekunde mehr stehen müssen, weil ich warten musste. Ich muss jetzt noch irgendwann Verstappen vorbei. Ja, bei Ferrari verdammt. Machen Sie sich bereit. Einer kommt rein. Feine Box. Das kann ich jetzt wegen dem scheiß drehenden Rico wieder vor mir, ey. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern, ey. Ja, das kann doch gut möglich sein, dass sich das ändert. Mit dem Regen hier nicht so gut. Ich bin auch nicht so stark im Regen. Wie du das gerade gesehen hast. Aber auf Startziel ist kaum noch Regen. Wieder da kann man fast schon auf. Ich bin auch nicht stark hier, ey. Du siehst, wie viele Fehler ich mache. Gerade noch mal was an der Bremskraftverteilung ändern. Also ziehst du mir einfach weg wegen der Leistung allein schon in den Geraden. Das kann ich in die Kurve nicht aufholen. Scheiße, bin ich rechts gegen die Wand gefahren. Ich hab extra keinen Druck gemacht gerade. Ich hab auch die ganze Zeit ganz auf dem Gas gegangen. Ausgezeichnet, das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen. Ja, ich glaube, Andi wird mich noch catchen. Hast du keine Intermediates drauf? Doch. Aber ich habe immer noch die 5 Sekunden Zeitstrafe auch, ne? Und du fährst halt einfach gerade 2 Sekunden schneller als ich. Was heißt ja, auch nicht? Was hast du denn jetzt gerade gemacht? Weil gerade hast du noch 18 Sekunden, jetzt hast du wieder 1,5 Sekunden drauf. Ich hatte bei mir die ganze Zeit bei dir 19 Sekunden. Der war gerade knapp an der 18er Marke und jetzt wieder. Ja, es war dann vielleicht gerade Startziel. Aber es sieht sehr riesen nach Doppelsieg aus, das ist was Schönes. Das ist ein Riesenproblem, dass ich einfach keine Topspeed habe, ne? Oh, Science, verpiss dich doch einfach. Warum darfst du jemand wie du noch mitfahren? Wir müssen wahrscheinlich ja noch einmal in die Box, nehme ich an. Wisst ihr, wie lange. Die Reifensituation ist interessant. Wisst ihr, wie lange die Options halten hier? Für Runden? Lang genug, dass du durchfahren könntest, theoretisch. 10 Runden? Aber noch regnet es ja sogar noch. Ja, ich stelle schon mal ob. Oh, Science, du bist so ein dummes, asoziales Arschloch, ne? Jetzt kommt mir die Passage, wo Rico einfach hinter mir her sprintet. Bist du denn vor Rico? Ja, weil er gerade Fehler gemacht hat, sonst wäre ich nicht vor ihm. In 15 Minuten hört der Regen auf. Okay, das könnte noch. Nein, das reicht nicht. Eine Runde dauert ungefähr 1,20. 15 Runden, okay. Ja. 1,18? Ich habe auch gerade 1,19 gefahren. Ja gut, ich musste die ganze Zeit noch mal runden.
Ja, Rico, ich habe gerade freies Feld. Wir können ja für Faden gerade bekämpfen. Ja, ich habe hier schon seit Jahren kein freies Feld mehr. Oh, jetzt schon. Sollten wir erstmal so belasten gefühlt, ey. So kommen wir wenigstens an Kyat noch ran. Wenn du mit der Idee einverstanden bist. Ist doch nur, dass ich dich nicht überhole. Nee, wenn wir uns jetzt wieder campeln, brauchen wir jetzt. Alles gut, ich werde sowieso nicht an dich rankommen. Zumindest nicht so, dass ich dich überholen könnte. Ich habe gerade einen guten Lauf, was hinter mir jetzt angeht, ey. Gerade war es noch 13 Sekunden zu Kiat, jetzt ist es noch 9. Also holen pro Sekunde etwa 4 Sekunden auf, ist schon mal ganz gut. Pro Sekunde 9 Sekunden. Pro Runde, habe ich gesagt. Nee. Du hast pro Sekunde gesagt. Ja, okay, dann tut's mir leid, dann werde ich pro Runde. Ist leider nicht verzeihlich, ne? Ja. Raus! Raus! Also bei mir bleibt der Abstand zwischen uns gleichzeitig. Ja. Aber mal, das, ich hab ja viel früher die Intermi jetzt draufgezogen. Ja. Und die sind ja schon bei mir reich gelb. 1,18,6. Ich fahr immer noch 1,20, so Kacke. Wie viel Vorsprung habt ihr zu Kiat gehabt? Boah, über 10 Sekunden. Wie viel? Über 20 Sekunden. Okay. Nice, das heißt Basti ist 40 Sekunden hinter mir. Thank God! Meri, bitte. Mach keine Scheiße. Ach, er bremst ab, dankeschön. Soll ich das auch so machen? Auf der Startziel ist gar kein Regen mehr. Hast du, das stimmt, das ist eine Zeitstrafe-Rico, ne? Mhm. Ich bleib auf jeden Fall hinter dir. Das steht fest. Also gar kein Regen würde ich das nicht bezeichnen. Also bei mir ist auf der, bei mir ist auf der Startziel kein einziger Tropfen mehr gewesen, der runterkam. Du hast, glaube ich, andere. Das soll ich eine andere Vorstellung. Die hat Details auf ganz niedrig. Es regnet immer noch, so ist es, was man nicht wechseln kann. Ja, bei mir auch, nur auf der Startziel hat es nicht mehr geregnet. Da hat es auch noch gut geregnet, da regnet es genau wie in anderen Teilen der Strecke. Nö, bei mir nicht. Mach mal die Brille sauber, vielleicht. Hier regnet es hier aber auch noch. Andi hat andere Vorstellungen von Regen als wir, habe ich das Gefühl. Ja, kein Tropfen ist ja eine relativ eindeutige Aussage. Ja, bei Regen werden wir ja auch alle nass, also. Ja, das ist natürlich true. Aber die Zuschauer sehen es gerade, bei mir ist hier kein einziger Regentropfen mehr. Ich gucke in deine Aufnahme noch rein, weil das ist jetzt ja wirklich richtig. Ja, okay, vielleicht so kleine Fizzle. Aber das ist doch kein Regen. Natürlich ist es Regen. Nee, bei mir ein ist Tropfen, Regen ist schon, dass wirklich Wasser runterkommt. Und das ist ja schon was Wasser. Was ist Nieselregen? Nieselregen ist ja, aber das Regen. Ist ja noch nicht mal Nieselregen. Da kommt ab und zu mal so ein kleiner Strich. Der ist aktiviert. Oh. Der ist jetzt aktiviert. Das heißt, trockene Reifen. Nee. Eigentlich, also in Wirklichkeit gäbe es das nicht. Doch, gibt es noch, wenn es nicht stark regnet, ist der aktiviert. Also DRS wird aktiviert, das ist ja immer von der Rennleitung, die entscheidet das von Situation zu Situation, wenn es sicher genug ist, wird DRS reingestellt. Aber ich dachte, bei solange noch Regenreifen gefahren werden, wird kein DRS freigeschaltet. Aber Autos, die können ja selbst entscheiden, welche Regen die draufziehen, das ist Sache der Rennleitung. Sind auch Regenreifen. Ja, aber ich meine, das wäre die Regelung der Formel 1 so, sofern man nicht in der Sicht behindert wird. Ja, aber es gibt ja keiner die Vorgabe, Rico, dass Regenreifen. Theoretisch könnte man ja jetzt schon wechseln. Also, an wen soll sich dann die Rennleitung orientieren? Die orientiert sich ja nicht an dem, der welche Reifen die drauf haben. An der Mehrheit? Nee. Eben, aber jetzt hat ja noch keiner gewechselt. Nee. Man sollte sich generell nicht an der Mehrheit orientieren. Deswegen hat man in Form 1 2014, auch wenn man bei Starkregen Trockenreifen draufgezogen hat, hätte man DRS benutzen können. Das war da freigeschaltet. Ja, das ist ein dummer Wichser. Ich bin Erster, du bist Zehnter. Verpiss dich. Die haben hier das ja eh versimpelt. Hier ist ja auch so, dass in Runde 3 immer DRS freigeschaltet wird. Das ist in echt ja auch nicht so. Es war oft Runde 3, aber nicht immer. Oft.
Ja, aber wenn es auch mal so ist, dass nach Runde 3 alle noch direkt hintereinander sind, dann wird es auch noch nicht freigeschaltet. Ja, mein Teamkollege dreht mich, ich drehe ihn nicht. Er braucht auch mal Punkte, der ist jetzt kaum Punkte gemacht, der Kerl. Jetzt würde ich, na, es ist immer noch Regen, aber... Ich warte, ich gesagt, wenn du jetzt Trockenreifen ich warte drauf nur noch machst, an die KI geht. Dann musst du auch Ideallinie richtig ja, ja. Sparen. Ich, wie gesagt, ich warte darauf, dass die KI geht. Ich habe ja, ich bin ja erstmal vorne mit 23 Sekunden Abstand auf dem zweiten. Ich habe erstmal jetzt hier ein kleines Pflaster. Schlechtere als ich. Ja. So 1,20. Ich war 1,19 Zeiten. Na doch eher 1,20 Zeiten. Also die Temperatur für den Reifen ist noch grün, aber wenn es erstmal trocken ist, werden die richtig heiß und dann haben wir im letzten Spanienrennen gesehen, dann werden die echt von durchsichtig innerhalb von einer Runde auf orange und dann schon rot. Ja, war ja in Spanien roter. So. Als wär's, als hätte niemand da geahnt, dass dieser Reifen kaputt geht. Doch, ich hab's ja sogar gesagt. Nur Rico war der Einzige, der dann Schluss rausgezogen hat. Ich hab von vornherein gesagt, Wechsel. Ja, weil du auch nichts zu verlieren hattest, weil ja alle reingefahren sind für dich. War es ja egal. Aus seiner Position heraus. Ja, aber dann, ich habe ja trotzdem auch den Schluss gezogen. Jeder hat den Schluss gezogen, außer du. So wäre es vielleicht. Nee, besser. Rico ja zuerst auch nicht. Der ist ja bis zur vorletzten Runde noch zwei draußen. Zwei KI-Fahrer sind gerade reingefahren. Ja. Ich glaube aber nicht, dass sie Trockenreifen draufziehen. Doch, Trockenreifen. Wer sagt das? Sag ich. Meine Reifen werden gerade mega heiß. Also ich fahr rein. Aha. Ich guck mal, was die vier vor mir machen. Ich hab ja, wie gesagt, Pflaster. Ja, die fahren alle rein, die KI. Seht ihr, und das hab ich an der Temperatur erkannt. Mhm. Boah, Andi, ne? Du mit deinen klugen Sprüchen immer ist. Mit deinen klugen Sprüchen ist sehr gut erkennbar. Ja, habt ihr das daneben gegriffen? 90%? Deine Aussage, was ist das? Hallo, Andi hat gerade erstmal seinen Finger geleckt, in die Luft gehalten und gesagt, jetzt ist trocken. Noch komme ich hier mit Intermediate jetzt eigentlich ganz gut klar. Aber man merkt schon, dass bei Formel 1 2015 irgendwie das Wetter richtig krass umgemodelt wurde, weil die Strecke sieht auch wirklich nicht irgendwie nicht nass aus. Doch, also ich finde schon. Also ich finde das Wetter wesentlich besser als in F1 2014. Natürlich, also bei mir ist sie schon nass. Okay, es ist jetzt keine... Obwohl, es ist auch nicht mehr so nass. Also auf der Ideallinie zumindest nicht mehr. Und das finde ich... Also, wenn da wirklich Passagen trocken sind, finde ich das nicht realistisch, denn es regnet noch. Man ja, es, hier ja. Sind klitzekleine Tropfen und weißt du, die fahren die ganze Zeit auf der Ideallinie. Die verdampfen sofort. Weißt du, wie heiß das die Strecke ist? Die bleiben ja nicht liegen jetzt. Die fahren die ganze Zeit Fahrzeuge mit 200 km/h auf der Ideallinie und wie viele Tropfen kommen gerade noch? Das ist ja nicht mehr viel, das sind kleine Mini-Tropfen. Verdampfen ja sofort. Würde ich zumindest mal sagen. Ist das auch mein Teamkollege nur überholt, weil er in der Box war, oder? Professor Andi erklärt die Temperaturen auf der Strecke. Und es ist zumindest, würde ich sagen, warum. Bei mir regnet es ja wirklich nicht mehr stark, keine Ahnung, wie es bei dir ist, aber. Stark auch nicht. Oh Gott, Hilfe. Laut Bericht hört der Regen in etwa 5 Minuten auf. 5 Minuten. Da sind wir jetzt alle gewechselt, oder was? What the fuck? Was passiert? Ich hab grad Maldonado überrundet und der will mich zurückrunden. Also er will sich zurückrunden. Der will mich zurückrunden. Obwohl ich DRS und alles grad, hatte. Ich bin gerade aus der Box die schnellste Rennrunde gefahren. What? 1,17 aus der Box, willst du mich verarschen? Ich war in der Box, kannst Rico gerade fragen, ich war gerade in der Box. Ja, war auch. Okay, gut, du hast natürlich die erste Kurve nicht mitnehmen müssen, ne? Ich glaub das gleich, das wieder aus. Nee. Doch, du fährst ja gerade aus. Du fährst ja die eine riesige Kurve. Also irgendwas muss ich ja ausgleichen. Er ist ja wohl kaum da 1,15er gefahren oder so.
die erste die Zeit Kurve fängt ja auch erst gleich spät nicht so krass aus. Die Zeit fängt ja auch erst relativ spät an zu zählen. Das heißt, wenn man... Also muss sie ja scheinbar. Traum zu, dass er 1.16er Zeit oder so gefahren ist, aber eine Sekunde oder so scheint ihr... Achso. Alter, jetzt habe ich schon wieder Mary vor, mit diesem größten Wichser, der auf Planeten hier rumfährt, ey. Ich sag's jetzt schon, ich werde das nicht gewinnen, weil ich hier nur irgendwie gegen jemanden fahre, den ich überrunden muss. Wir hören ja nicht auf. Rico wird gleich die Zeit auch noch toppen, wahrscheinlich. Nee. 1.17. Aber du hast noch ein gutes Polsterseil mit 20 Sekunden. Ja, ja, ja. Die einzige Sorge, die ich mir gerade mache, ist, dass ich hier noch irgendjemanden aufhöre. Es sind nur noch 2 Runden, also eigentlich easy. Wie gesagt, die einzige Sorge ist, dass ich... Oder Miri auf einmal ausrastet. Meine Reifen sind noch nicht eingefahren. Wie man sich auch viel schneller vorkommt, wenn man auf trockenen Reifen fährt. Ich meine, man ist ja auch schneller, macht Sinn, aber... Rico, wo bist du? Hier. Das ist ja auch ganz okay noch. Der letzte von uns, ne? Ja. Also eigentlich das ja, ganz okay nur. Macht er. Ja, 4 ist so noch okay. Ja. Aber ganz okay klingt so. Lass so leicht geschoben, weil er langsam in der Kurve war. Dann hat er sich weggedreht. Ist nicht mein Problem. Ich hol zwar jetzt auf dich auf, Seidel, aber du hast 20 Sekunden dazu. Ja, ich merke, der war in der Kurve. Zumindest zeigt er mir gerade, dass die schnellste Rennrunde gefahren ist. Ich bin da leicht drauf gefahren, habe ich ihn halt leicht geschoben, wie die es mal machen. War es mir gerade ziemlich egal. Was ist eure schnellste Runde? Weil der zeigt mir gerade auch noch wieder eine Zeit an. Ich weiß nicht, ob ich den Crusher backe. 1.15.637. Ich hab 1.15.587. 1.15.4. 1.15.1. Jetzt ist er auch nur noch wieder durchsichtig. Wenigstens hast du für einen Moment gedacht, du hättest die schnellste Zeit. Ich hatte ja jetzt auch. Das ist mir gerade relativ egal, weil ich bin Erster. Hätte ich nicht gedacht, weil ich... Na gut. Jetzt wiederholst du das, was du eigentlich letztes Jahr hättest machen können. Ja, wenn ich nicht so dumm gewesen wäre. Noch ist das nicht sicher, ja? Noch muss ich über die Ziellinie fahren. 1.14, nice. Okay, die KI macht beim Überrunden echt bei mir immer ganz gut Platz. Na, ging schon. Da kann ich nicht meckern. Und bist jetzt schon über die Ziellinie? Nee, ihr werdet das sehen, wenn ich über die Ziellinie bin. Und da fahre ich auch auf die Wall of Champions zu. Jetzt bin ich in der Ziellinie. Jetzt schon? Oh, ihr seid ja ganz schön weit weg. Ja, ohne Komplikation, ne? Andi ist gar nicht so weit weg gewesen von uns. Ja, Andi ist 20 Sekunden hinter mir. Andi war jetzt auch etwa 14 Sekunden vor uns. Das ist ja auch noch ein bisschen 15. was. Und da fahre ich auf die Ziellinie, yay! Ah, das Strike hätte ich gerne noch gekriegt. Wer ist denn da vorne eigentlich... Nee, ihr seid das nur, ne? Ich wollte sagen, wer fährt denn davon eigentlich noch so? Sind ja nur wir, haha. Ja, das muss jetzt nochmal sein, fürs Ego. Ich habe die Runde gefahren. Achso. Ich hab's aber, glaube ich, nochmal unterboten. GG. Ja, so ein schöner Doppelsieg für Ferrari. Marcel, GG. GG, du hast mal ein Rennen gewonnen. Hallo? Hat er das nicht letzte Saison auch? Ja. Was ein Scheißrennen, ey. Ach, ging. Hab ich einmal ein Rennen und dann bin ich nicht Kimi Räikkönen, weißt du? Ja, bist halt Vettel. Der freut sich da auch. Ja, du hast es halt wieder gewinnt.
Ja, hat er auch. 1.14.068, oder? Ja. Warum drückt er das denn weg? Ich hab das nicht weggedrückt, aber ich hab das noch in Erinnerung. Was für ein fantastisches Resultat. Er hat die letzten Runden nur auf Fett gefahren. Ja, ich auch. Plus 5 Sekunden, ey. Ach, Andi hat auch eine 3 Sekunden Zeitstrafe, die er mal dezent verheimlicht hat. Ja, muss man ja nicht unnötig sagen. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Also Nico Hülkenberg wurde disqualifiziert, ja. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.